Das wird eine der größten Geburtstagspartys, die das Oldenburger Land je gesehen hat. 70 Jahre Oldenburger Landesturnier. Und es ist eben nicht nur das Event, sondern es ist vor allen Dingen das Vermächtnis dieser Veranstaltung, das festgehalten wurde in einer Chronik. Das ist einzigartig in der deutschen Turnierlandschaft. Jan-Christoph Egerer, erzähl uns ein bisschen mehr über dieses Manifest. Ja, wir sind mega, mega stolz und glücklich, dass wir dieses Buch heute hier in der Hand halten dürfen. Und es wird auch heute erst der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu der Historie ist es so, dass unser langjähriger Organisationsleiter Wolfgang Teske und unser Pressemann Uwe Harms in den letzten 5 Jahren in akribischer Feinarbeit dieses Werk zusammengetragen haben. Und es ist deswegen was Besonderes, weil natürlich hier noch alle Zeitzeugen der 70 Jahre verewigt sind und teilweise auch noch persönlich interviewt worden. Es ist ja so, dass durch den Wechsel ins digitale Zeitalter viele Bilder einfach verschwinden. Und hier ist es wirklich gelungen, auf 580 Seiten mit 800 Bildern das alles nochmal festzuhalten. Es sind alle Sieger, alle Preise, alles akribisch Jahr für Jahr dargestellt. Es ist also eine Arbeit, die ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Man kann es natürlich hier am ganzen Wochenende erwerben, auch auf dem Turniergelände, auch später natürlich, aber es gibt einen Vorzugspreis. Ja, also auf dem Turnier, also bis einschließlich Sonntag, kann man es für 50 Euro erwerben, hier an einem Infostand oder an einer Pagode direkt neben dem Infozelt. Nach dem Turnier kostet es 70 Euro über den Buchhandel. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, lass uns mal endlich einen Blick reinwerfen. Wir sind mit die Ersten, die da reinblicken dürfen. Viele schöne alte Schwarz-Weiß-Fotos. Insgesamt, wie viele Fotos sind darin? Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 750. Also wirklich Unikate und Raritäten der Vergangenheit. Du hast sicherlich schon ein bisschen drin rumgeblättert. Gibt es ganz besonders schöne Geschichten, die dir vielleicht gar nicht mehr so im Gedächtnis waren? Ne, viele Dinge sind mir ja nicht im Gedächtnis, weil ich noch da nicht lebte. Aber zum Beispiel, wenn man guckt, wer kürzlich verstorbene Hans-Günther Winkler, dass der vor 40 Jahren in Rastede geritten ist, da könnte man jetzt hier nachschlagen und wird das genau finden, dass er hier im Pulvermanns Grab gestürzt ist. Und es sind ewige, wunderbare Geschichten drin, die das Oldenburger Landesturnier geschrieben hat. Und hier erkennt man auch, welchen Stellenwert das Turnier hat, weil einfach so viele namhafte Reiter in diesen 70 Jahren und auch namhafte Pferde und Sportler hier waren, das ist unbeschreiblich. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind unzählige Olympiasieger und Weltmeister, die in Rastede schon geritten sind. Und es ist einfach eine große Ehre, jetzt in der Gegenwart das Turnier mitgestalten zu dürfen. Wäre das gerade geliefert worden? Das sind die Macher, das sind die Schöpfer dieses gewaltigen Wertes. 70 Jahre Oldenburger Landesturnier in Rastede. Herr Teske, Sie waren selbst lange Turnierleiter. Was war für Sie die wesentliche Triebfeder, diese Chronik aufzulegen? Also zunächst einmal muss ich Sie korrigieren. Ich war nie Turnierleiter. Ich habe nur die Turnierorganisation gemacht, unter der Führung von Herrn Daun. Zweitens ist es keine Chronik, wir haben einen Rückblick gefertigt. Und den zu fertigen, hat uns motiviert, Jan Egerer und Herr Daun, weil wir die Letzten sind, die noch sehr lange aktiv an diesem Turnier beteiligt waren. Und damit nicht alles verloren geht, haben wir Papier und Bleistift genommen und das aufgeschrieben. Wir haben in diesem Zusammenhang natürlich auch versucht, über das Landesturnier hinaus Dokumente zu finden, die sich beziehen auf den Renn- und Reitverein, der ja letztlich der Auftraggeber ist für diesen Rückblick. Und ich persönlich war schon beim ersten Turnier dabei als Bub, habe schon mitgeholfen. Und 1949 beim ersten Einweihungsturnier war ich auch schon dabei, der damaligen Rennbahn, so hieß das ja damals. Ja, und daraus ergab sich im Grunde genommen aus unserer Zusammenarbeit eben eine klare Aufgabenverteilung, was die textliche und bildliche Struktur anbelangt. Damit habe ich mich primär auseinandergesetzt und alles andere im Datenbereich, Daten, Zahlen, Fakten, da war Herr Teske als der Favorit in diesem gesamten Kontext mit beauftragt und das haben wir dann auch gemeinsam zu Papier gebracht. 70 Jahre Rückblick heißt aber auch beherzt nach vorne zu schauen, Herr Teske. Was würden Sie sich wünschen in einem Satz für die nächsten 70 Jahre des Oldenburger Landesturniers? Ich würde mir wünschen, dass die jetzigen Verantwortlichen
ein Archiv machen und ein Archiv betreiben werden, damit es nicht so schwierig ist, die nächsten 70 Jahre zusammenzufassen. Die Schwierigkeiten, die wir hatten, all die Daten und Fakten zusammenzusuchen, war unendlich. Und wir haben auch längere Zeit dafür gebraucht, aber dafür auch intensiv dafür gearbeitet. Ich bin ja ein geiziger Schwabe, meine Damen und Herren, und deshalb habe ich mir natürlich das Ding zum Vorzugspreis gesichert hier am Infozelt. Ihr persönliches Exemplar, meine Damen und Herren, wartet auf Sie. 70 Jahre Oldenburger Geschichte, 70 Jahre Rückblick auf das Oldenburger Landesturnier in Rastede.